Die nächsten Tage bin ich mit meiner Kamera und Mazda Discovers in Japan unterwegs, auf der Suche nach spannenden Fotomotiven. Und wir starten hier in Tokio. Diese Zebrastreifen sind einfach nur krass. So breit und teilweise tschu, 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 tschu in jede Richtung. Es ist 22 Uhr und taghell. Von überall schallt die Werbung, überall blinkt es und blitzt es. Reizüberflutung, würde ich sagen. Wir sind mitten im Trubel und gucken mal, was wir Cooles fotografieren können. Natürlich werde ich hier probieren, ein paar Street-Fotos zu schießen. Diesmal mit einer bisschen längeren Brennweite, 55 mm 1,8. Mal gucken, was wir hier so vor die Linse bekommen. Hier überall gibt es kleine Gassen und die gilt es zu erkunden. Also kommt mal mit. Wow, also das ist wirklich Reizüberflutung vom Feinsten. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Überall tönt es, überall blinkt es. Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Menschen sind gerade hier auf den Straßen unterwegs. Es ist wirklich krass beeindruckend, aber man muss es auch erstmal verarbeiten. Ich freue mich auch schon darauf, wieder rauszufahren und ein bisschen die Landschaft zu erkunden. Also das ist ja irgendwie auch Landschaft, aber ich bevorzuge dann doch eher so die Landschaft mit so Plätschern und Vogelzwitschern und so weiter. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie das heute Nacht ist, so 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, ob das dann immer noch hier die Dauerbeschallung gibt und ob ich hier überhaupt schlafen kann heute Nacht. Aber ist auf jeden Fall spannend. Unser Hotel ist ziemlich hoch und mein Zimmer ist im 15. Stock. Das heißt, ich habe hier einen super Blick auf das ganze bunte Treiben, auf die Autos, auf die ganzen Menschen, die über die Zebrastreifen runtergehen. Vielleicht wolltest du auch schon mal aus dem Hotelzimmer ein Foto machen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach und ich zeige dir mal, wie ich das mache. Ich habe jetzt hier meine Kamera ans Fenster gestellt, Stativ aufgebaut und ich mache jetzt mal ein Foto mit Licht an. Belichtungszeit ist ungefähr eine halbe Sekunde, Blende 11. Man könnte auch ein bisschen länger belichten. Es ist nur sehr, sehr hell draußen. Also ich müsste jetzt eigentlich, um auf 30 Sekunden zu kommen, mit einem ND-Filter schon fotografieren. Vielleicht mache ich das später auch noch. Aber ich möchte hier was anderes zeigen. Und zwar geht es um die Spiegelung. Denn so eine Fensterscheibe hat meistens eine Spiegelung. Und hier haben wir noch einen anderen Nachteil, nämlich von draußen Dreck, Regentropfen und so weiter von der Scheibe. Das heißt, eine saubere Scheibe wäre natürlich von Vorteil, können wir hier aber nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist diese Spiegelung, diese Reflexion, die wir hier sehen. Denn Reflexionen kommen meistens von Licht und in diesem Fall von dem Licht hier drin. Das heißt, ich mache jetzt alles Licht mal aus. Und das Licht ist aus und die Spiegelung ist weg. Denn meistens kommt die Spiegelung von dem Licht drinnen. Und die habe ich jetzt schon mal eliminiert, indem ich den Lichtschalter ausgemacht habe. Und was man zusätzlich benutzen kann, ich habe jetzt hier so eine schwarze Tasche, man könnte auch ein schwarzes T-Shirt, ein schwarzes Tuch oder sonst was Schwarzes benutzen. Ich schatte jetzt von oben hier noch zusätzlich ab, dass weniger Licht hier noch vorne sich in der Linse spiegelt. Es gibt teilweise so eine Silikonaufsätze, wie so eine Art Sonnenblende. Sowas habe ich jetzt aber leider nicht dabei. Das könnte man auch benutzen, um eine Spiegelung zu reduzieren. Aber so ein schwarzes Tuch in diesem Fall tut es jetzt auch. Und jetzt mache ich das gleiche Foto einfach nochmal. Und dann können wir uns ja den Unterschied einmal angucken. Es passiert da unten leider relativ wenig gerade. Aber man sieht deutlich, dass die Spiegelung jetzt weg ist, indem ich einfach das Licht weggenommen habe. Also wann immer du sowas fotografieren willst, ganz egal, mit dem Smartphone oder mit der richtigen Kamera, mach auf jeden Fall alle Lichter aus und probiere alle störenden Lichtquellen zu blocken mit zum Beispiel so einem schwarzen Tuch oder einem schwarzen Beutel, schwarzen T-Shirt, was auch immer.
Es ist Ende März und in Japan eine ganz besondere Zeit, Sakura. Dann, wenn die Kirsche blüht. Und wir haben mega Glück, denn es kann sein, dass man nach Japan kommt und obwohl eigentlich die richtige Zeit ist, schon alle Kirschblüten ab sind. Es hat ein bisschen was zu tun mit der Feuchtigkeit, mit der Wärme, mit Wind und wir haben Glück. Was soll ich sagen? Also, lass uns Fotos schießen. Das ist gar nicht so einfach hier zu fotografieren. Man hat das Gefühl, halb Tokio ist in diesem Park aktuell. Die Sonne kommt raus, alle wollen hier die Kirschblüte erleben. Was ich in so einer Situation dann mache, ich fotografiere einfach nicht den kompletten Baumstumpf, also nicht den unteren Bereich des Baumes, sondern gehe relativ nah ran im Weitwinkel und nehme dann einen oberen Teil des Baums. Der ist wunderschön verästelt, schöne dunkle Rinde und das so im Kontrast mit den hellen Kirschblüten, so ein rosa Touch, leicht noch überbelichtet, sieht sehr, sehr gut aus. Ich fotografiere auch ins Gegenlicht, dann überstrahlt das Ganze schön und wenn ich die Blende schließe, kriege ich noch so einen schönen Sonnenstern, den ich dann so platzieren kann, dass er zum Beispiel an der Kante von einem Ast ist. Und ich habe eben die Menschen dadurch nicht ins Bild. Aber wenn ich dann mal einen so einen Moment abpasse, wo nur ein Mensch hier irgendwo neben dem Baum ist, dann kann ich das ins Bild mit einbauen, aber ganz viele Menschen, so 20, 30 Menschen um diesen Baum rum, die will ich dann nicht in dem Bild mit drin haben, das finde ich dann zu überladen. Aber eine Person kann auch sehr, sehr cool aussehen. Etwa 1,5 Stunden vom Zentrum Tokios entfernt liegt mein nächstes Ziel. Ich treffe mich jetzt mit einem original japanischen Messerschmied. Ich bin schon gespannt, wie der arbeitet.私は平田の土方と申します。村毛とこの担当上の代表を務めてます。よろしくお願いします。15年ぐらいやってます。この技術をマスターするのに約5年の修行が必要なんですけども、刀作りに終わりはないので、これからどんどん高みを目指して、どんどん修行していかないといけないんです。 Ich bin jetzt hier im Workshop, hinter mir wird gearbeitet und ich probiere den ganzen Prozess nicht nur zu filmen, das seht ihr hier im Video immer wieder, sondern auch zu fotografieren. Und ich benutze dafür ganz verschiedene Brennweiten. 24 mm, um viel drauf zu haben. Das bedeutet aber, ich muss auch relativ nah ran, was gefährlich ist. Deswegen Schutzbrille immer wieder, weil die Funken fliegen richtig krass. Und dann auch mal längere Brennweiten, weil dann kriegt man teilweise durch diesen Funkenflug ganz schönes Bokeh. Man ist näher dran und es sieht einfach im Bild nochmal komplett anders aus. Also es ist sinnvoll, in so einem Prozess hier verschiedene Brennweiten zu benutzen. Was ganz spannend ist, wir haben hier sehr gute Lichtsituation oder eine sehr gute Lichtsituation, denn das Licht kommt von hier hinten so diffus durch eine Tür und durch ein großes Fenster durch. Und dadurch ist er oder seine Frau sehr gut ausgeleuchtet und trotzdem hat man so eine gewisse Dynamik durch diese Glut, durch diese schöne rote Farbe, wenn das alles so rumfliegt. Und das ist super beeindruckend zu beobachten, dieser ganze Prozess vom eigentlich ja, einem Stück Metall einfach nur, so ein Klumpen, bis schlussendlich dann richtig so ein Messer. Immer wieder gehämmert, 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 dann wieder zurück in die Glut, gehämmert, gehämmert, gehämmert. Zwischendrin wird sogar noch mal Lehm rauf gemacht, so eine Lehmmischung. Und dann wieder gehämmert, gehämmert, gehämmert und wieder rein in das Wasser. Ich glaube, der hat das jetzt 10-mal hintereinander schon gemacht. Der ganze Prozess dauert über 5 Stunden und der Prozess von einem ganzen Messer dauert eine ganze Woche. Krasse Handarbeit. Wow, jetzt viele Stunden später sieht es tatsächlich aus wie ein richtiges Küchenmesser. Es war viel, viel Arbeit notwendig, normalerweise eine ganze Woche. Das hier war jetzt im Schnelldurchlauf und das Messer ist auch nicht komplett fertig. Es muss jetzt noch einmal geschliffen werden. Es wurde gerade noch frisch geölt. Es ist schon richtig, richtig scharf. Wir haben eben den Papierschneidetest schon mal gemacht. Den hat es auf jeden Fall bestanden. Und was ganz spannend ist, hier unten steht sein Name, also wer das Messer gemacht hat. Hier oben steht Made in Tokyo und ganz oben ist ihr Familienwappen. Das Messer bleibt jetzt hier, aber für mich geht es weiter.
von der Familie Hirata geht meine Reise mit dem Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid weiter zum wohl bekanntesten Berg Japans, Mount Fuji. Doch bevor ich am Abend das wahrscheinlich ikonischste Foto vom Berg schieße, mache ich einen Stopp bei einem Wasserfall. Ich fotografiere jetzt hier von so einem Podest runter und das ist ganz lustig. Hier überall in Japan bei so Aussichten sind immer so eine Podeste, dass man ein bisschen besser sehen kann. Also hier ist der beste Fotospot. Das Geländer ist auch relativ hoch, sodass ich hier wieder meinen klassischen Stativtrick nehme. Einfach Stativ so halb rüber festklemmen, ein bisschen festhalten und dann die Belichtung nicht zu lange machen. Also ich bin hier ungefähr bei einer Sekunde nur. Das Wasser verschwimmt leicht. Das fließt ja relativ schnell durch diesen großen Wasserfall. Also es gibt diesen Effekt der Langzeitbelichtung, aber nicht zu lange, damit ich hier nicht verwackel, weil diese Konstruktion ist schon ganz schön shaky. Ja, und hinter mir steht jetzt schon langsam die Menschenschlange. Das heißt, ich lasse die mal fotografieren und mach weiter. Manchmal wird man echt positiv überrascht. Ich habe die Wasserfälle nur auf Fotos gesehen und dachte, sie wären viel, viel kleiner. Denn häufig kann man über die Perspektive, über die Brennweite auch kleine Wasserfälle sehr groß erscheinen lassen. Aber die hier, die sind in echt richtig, richtig groß. Erinnere mich so ein bisschen an Kroatien, Plitvicer Seen. Ich werde mal ein Stückchen noch nach vorne gehen, noch ein bisschen näher rangehen. Wow, von hier unten sieht das noch mal eine Nummer besser aus. Es lohnt sich immer im Weitwinkel möglichst nah ranzugehen und eine flache Perspektive zu suchen und dann den Wasserfall mit Vordergrund richtig schön darzustellen. Von hier oben kann man sagen, werden die Selfies gemacht, von hier unten werden die richtigen Fotos gemacht. Ich benutze einen 64-fach ND-Filter, um eine längere Verschlusszeit zu erreichen. Aber die Verschlusszeit ist nur bei 1-2 Sekunden. Ich muss hier gar nicht so lange belichten, denn das Wasser fließt relativ schnell. Und zusätzlich benutze ich noch einen Polfilter, um die Wasseroberfläche zu entspiegeln, um das Grün hier noch ein bisschen rauszuarbeiten. Und das sieht im Foto schlussendlich richtig gut aus. Der Wasserfall spritzt aber ganz schön, deswegen muss ich bei jedem zweiten, dritten Foto einmal sauber machen vorne meinen Filter, damit ich keine Wassertropfen später im Bild habe. Aber alles in allem bin ich mega happy, dass wir den Trip hierhin noch gemacht haben und diesen Wasserfall noch besucht haben, denn die Fotos sehen richtig klasse aus. Wir sind am Fuße des Mount Fuji angekommen und hier ist es um einiges kälter als in Tokio Stadt. Wir sind jetzt hier ungefähr auf 500 Meter Höhe und hinter mir ist diese wunderschöne Pagode, die man von vielen Fotos hier aus Japan kennt. Leider sind die Kirschen durch die Kälte hier noch gar nicht am Blühen, sondern die ganzen Knospen sind noch weitestgehend geschlossen. Ich denke, so in 1-2 Wochen wird es hier so richtig losgehen. Positiver Nebeneffekt, es ist deutlich leerer, als ich es erwartet habe. Wahrscheinlich, weil die Kirschen jetzt noch nicht so in voller Blütenpracht sind. Wir gehen jetzt nach da oben. Dort ist so der schönste View auf die Pagode und auf Mount Fuji zusammen. Also, lass uns gehen. Von hier oben hat man wirklich einen sehr, sehr guten Blick. Auf der einen Seite die Pagode, auf der anderen Seite der Berg. Er ist aktuell schneebedeckt, vorhin mal durchgeblitzt, jetzt aber leider verdeckt von einer Wolkenschicht. Ich glaube, der klassische Shot, der wird mir heute nicht gelingen. Zum einen sind die Kirschblüten noch nicht ganz offen, zum anderen sieht man halt den Mount Fuji leider nicht wirklich. Aber mein Shot, den ich mir heute hier vorstelle, ist die Pagode. Und dann schön gefärbte Wolken, weil ich glaube, das könnte heute klappen. Die Wolken sehen so aus, als würden sie sich nachher gut färben. Jetzt aktuell wird es langsam immer voller Richtung Sonnenuntergang. Alle wollen wahrscheinlich jetzt hier den Sonnenuntergang selber auch erleben und fotografieren. Aber die meisten Touristen gehen, sobald die Sonne untergegangen ist und weg ist. Und sie geht hier sogar hinter einem Berg unter. Das heißt, sie ist schon früher wahrscheinlich weg. Das heißt, mein Moment, den ich nachher fotografieren werde, ist nach Sonnenuntergang. Ich prognostiziere, dass es deutlich leerer später werden wird und ich zoome so ein bisschen rein, um hier die ganzen Menschen vorne auch nicht drin zu haben. Also Weitwinkel könnte man von vorne einigermaßen machen, aber ich zoome jetzt so ein bisschen rein von hier oben und probiere dann Pagode mit gefärbten Wolken, vielleicht so ein bisschen die Stadt so mit ihren Lichtern noch mit einzufangen. Ich glaube, das kann richtig gut aussehen, aber
Wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Der Platz ist hier oben ein bisschen begrenzt, es wird langsam immer voller, aber wir haben mega Glück. Ich habe es gar nicht erwartet mehr, aber der Berg ist tatsächlich freigezogen. Mount Fuji ist zu sehen. Man sieht den ganzen Schnee oben drauf, man sieht die Pagode, mega, mega geil. Vor allem hat es die ganzen letzten Tage geregnet, morgen ist schon wieder Regen vorausgesagt. Heute ist der einzige Tag, wo es passt und wir sind hier. Mega gut. Der Fujisan, Fujiyama oder kurz Fuji, ist ein Vulkan mit 3776 Metern Höhe und damit der höchste Berg Japans. Wegen seiner symmetrischen Form gilt er als einer der schönsten Berge der Welt. Beeindruckend. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Unrecht gehabt und ich freue mich darüber, denn der Himmel war gar nicht spektakulär. Dafür sind die Wolken komplett weggezogen und der Berg ist komplett zu sehen. Gut, es hätte noch optimaler sein können mit den Kirschblüten im Vordergrund. Ein paar blühen da vorne, aber zwei Wochen einfach zu früh. Dafür Tokio perfekt. Aber hier, wenn man hier die Kirschblüte fotografieren möchte, zwei Wochen später als in Tokio, macht auf jeden Fall Sinn, weil es höher ist und auch kälter dadurch. Aber jede Sekunde wird es besser. Die ganze Stadt funkelt im Hintergrund. Das wird hier auch im Hintergrund alles angestrahlt. Kleine Laternen sind zu sehen und es wird leer. Damit habe ich tatsächlich recht gehabt. Die meisten Leute sind jetzt schon gegangen. Das heißt, ich habe jetzt hier mega viel Platz, mich zu bewegen und werde noch das ein oder andere Bild schießen. Meine Reise durch Japan neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Roadtrip mit Mazda Discovers Spaß gemacht. Check auch die anderen Videos aus der Serie, ein Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und schreib mir mal in die Kommentare, was dir besser gefällt. So dieses City Life mit den Hochhäusern und den ganzen Neonlichtern oder eher hier auf dem Land, ein bisschen ein Berg mit der schönen Pagode. Welche Bilder haben dir besser gefallen und was würdest du lieber fotografieren? Unten in die Kommentare. Daumen hoch für den Algorithmus, damit wir mehr solche Videos hier machen können und abonniere den YouTube-Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich glaube, ich schieße noch ein paar Fotos.